Einen schlammtastischen Tag, verehrte Freunde, und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal GamingGuides.de. Heute, wie jeden Sonntag in der Regel, schauen wir uns wieder einmal die meistgestellten und auch interessantesten Fragen der Community, also von euch da draußen, zu den kommenden Updates von Minecraft allgemein mal an und schauen mal so, ob wir da in irgendeiner Form mit dem aktuellen Wissensstand irgendwie eine Antwort bekommen könnten oder spekulieren einfach mal ein bisschen. Also, grundsätzlich solltest du am Ende des Videos nur offene Fragen haben, kannst du die gerne ohne Gnade mit dem Hashtag Update in die Kommentare schreiben und wer weiß, vielleicht ist deine Frage ja mit in der nächsten Folge am Start. Noch ein kurzer Hinweis, heute gegen 18 Uhr startet hier auf YouTube wieder mal ein brandneuer Livestream, also würde mich freuen, wenn jeder von euch so rum auf jeden Fall am Start wäre, würde mich sehr, sehr freuen. Ansonsten beginnen wir direkt mit der ersten Frage von heute, die kommt vom einzig wahren Homer Simpson, nice Sache, und er fragt Hashtag Update, wie fändest du es, wenn in der Wüste Oasen mit Palmen geben würde? Einen schleimtastischen Tag hier noch, einen schleimtastischen Tag natürlich auch zurück an dich, mein lieber Homer. Und gute Frage, man muss natürlich direkt vorab sagen, die Wüste wird ein neues Update bekommen. Das wissen wir ja mittlerweile. Es gab ja so ein Biome-Chooser-Voting. Ich glaube, das war sogar das erste, wo die Wüste auch mit dabei war, nicht gewonnen hat, sondern wie wir ja wissen, das Tiger-Biom logischerweise. Und da kommen auch Palmen dazu, wie auch die Erdmännchen. Das sind ja so die beiden Features, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, die für die Wüste angekündigt wurden. Da würde natürlich noch so eine Oase hinpassen. Ich denke mal, das werden sie irgendwie mit den Palmen auch kombinieren, weil Palmen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, brauchen ja auch irgendwie eine Wasserquelle oder könnten die theoretisch überall in der Wüste spawnen. Ich bin jetzt kein Erdkunde-Experte, was das angeht, oder ist es Biologie? Oh Gottes Willen, ich habe mich am lieber mal komplett raus. Jedenfalls wäre so eine Kombination aus so einer Oase, wo dann halt auch immer die Palmen sozusagen generiert werden. Eigentlich mega nice. Kann ich mir auch relativ gut vorstellen, dass sie sowas machen. Oasen würden allgemein noch sehr, sehr gut ins Spiel passen, so mitten in der Wüste. Aber dann halt nicht nur so eine Wasserpfütze, sondern halt irgendwie auch was Besonderes. Irgendwie noch so neue Blöcke, nicht nur Sandblöcke, ganz normale, sondern halt irgendwie noch so eine besondere Sache, anstatt dass da einfach nur ein paar Wasserebenen sind und halt eine Palme da steht. Da muss man halt irgendwas Besonderes noch vielleicht sich überlegen. Da könnt ihr ja mal Vorschläge in die Comments schreiben. Aber wie gesagt, grundsätzlich wird es noch ein Wüsten-Update geben und ich bin mir auch zu 90% sicher, dass wir da auch so eine Art Oase in irgendeiner Form sehen werden. Die nächste Frage kommt von Dominic Toretto. Wir haben heute richtige Promis am Start. Der hat auf jeden Fall Fast and Furious geguckt, der Liebe hier. Hashtag Update. Glaubst du, dass bald Sounds für jedes Biom kommen, wie bei den Höhlen? Zum Beispiel könnte man in den Wäldern Eulen hören oder dass man auf hohen Bergen Wind hören kann. Mich würde deine Meinung interessieren. Sehr, 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 sehr spannende Frage und ganz ehrlich, das würde Minecraft unglaublich atmosphärisch machen. Mal ganz ehrlich, du läufst nachts durch den Wald und hörst dann so ein oder so ein Wolf jaulen oder sowas. Also wie geil wäre das von der Atmosphäre her, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich verstehe auch nicht, also ich bin jetzt kein Programmierer, ich sage es in jeder Folge, ich bin kein Developer. Ich weiß nicht, wie schwer es ist, sowas zu interagieren, dass alle 15 bis 20 Sekunden einer von 20.000 verschiedenen Soundeffekten einer Eule kommen. Muss es natürlich auch Eulen im Spiel geben, das wäre natürlich die Voraussetzung dafür. Aber ich weiß nicht, wie schwer sowas ist. Ich würde es mega nice finden, vor allem auch die Idee mit dem Wind. Wie geil wäre sowas? Ich weiß nicht, ob man wirklich im Vanilla das Ganze so formulieren kann, dass es da Wind gibt, weil es bewegt sich ja eigentlich gar nichts. Du musst natürlich Optifine installieren mit dem ein oder anderen Shader und schon bewegt sich das Gras oder die Büsche von den Bäumen. Macht das Ganze natürlich viel, viel realistischer und auch atmosphärischer, wie ich jetzt schon oft gesagt habe. Aber so ein Wind-Soundeffekt oben in den Bergen, wie geil wäre das bitte? Und ich muss jetzt wieder mal sagen, ihr kommt immer auf so krasse Sachen. Eigentlich müsste man euch da irgendwie ins Team einstellen für die Leute, die die Ideen haben und die anderen müssen das dann halt umsetzen. Aber wie gesagt, kann ich mir jetzt aktuell noch nicht vorstellen, dass sie sich daran irgendwie gerade ransetzen in irgendeiner Form. Da müssen wir mal abwarten, wie so oft bei den meisten Fragen von euch. Aber es ist meiner Meinung nach eine unglaublich gute Idee und würde das ganze Spiel auch wirklich, wirklich verbessern. Die nächste Frage kommt von Dark Tobi und auch, hat auch was mit der Wüste zu tun, sehe ich gerade. Hashtag Update. Denkst du, dass es Sandstürme in der Wüste geben wird? Das ist natürlich auch so eine Sache. Da muss ich direkt mal zurück auf das Thema Vulkane und Vulkanausbruch kommen. Für die Leute, die es nicht wissen, der liebe Jeb hat mal in einer, ich glaube, Asmo Young Folge im letzten Dezember 2020 beantwortet, dass es irgendwann auch Vulkane geben soll, sie sich aber noch nicht sicher sind, wie sie das mit diesen ganzen Ausbrüchen machen. Weil Minecraft ist klipp und klar dagegen, dass so Naturkatastrophen, irgendwie die Erbauernisse oder sonst irgendwas von den Spielern kaputt macht, wo ich mir denke, das ist doch genau gerade der Clou dahinter. Das wäre doch so nice, wenn du nach Hause kommst vom Farmen und da ist der Vulkan ausgebrochen, wo dein Haus war, sage ich jetzt einfach mal, und dein Haus ist komplett weg. Klar ist das im ersten Moment so, oh Gott, um Gottes Willen,
aber ist natürlich jeder selber schuld, der sein Haus am Fuße eines Vulkanes baut. Dementsprechend auch so Sandstürme. Sandstürme müssten ja auch irgendwie den Spieler beeinflussen, nicht nur in der Sicht, sondern vielleicht auch in, keine Ahnung, in irgendwas, irgendwelchen anderen Dingen noch. Überleg mal, wenn du durch einen Sandsturm läufst, im echten Leben fliegst du erstmal halb weg, hast einen Sand in der Fresse, du siehst also einfach gar nichts und es ist natürlich ein kompletter Orientierungsverlust. Ich weiß nicht, wie sie das einbauen wollen. Es gibt ja in Anführungsstrichen keinen richtigen Wind. Da sind wir ja wieder beim Thema. Aber auch hier, passend zum Wüsten-Update, wäre das unglaublich krass. Die müssten ja noch nicht mal richtigen Wind einführen, sondern einfach nur so einen Effekt, dass wenn der Sandsturm ausbricht, dass man kaum noch irgendetwas sieht und vielleicht noch so einen Soundeffekt zumindest von einem Wind hat. Wäre eigentlich ganz cool, so eine Naturkatastrophe. Allgemein mal so mehr abwechslungsreichere Dinge in Minecraft. Es gibt Wind und, also es gibt Wetter, Wind ja noch nicht mal, Schnee, Regen, ein bisschen Gewitter, Sonnenschein und fertig, Nacht und Tag. Da kommt bestimmt noch irgendwas dazu. Aber wie und wann, wie gesagt, das können wir natürlich noch nicht sagen. Aber tolle Idee auf jeden Fall. Die nächste Frage kommt von Matthew LP und er fragt Hashtag Update. Wir alle haben ja erfahren, dass wir uns leider nicht auf die Archäologie freuen können. Denkst du, es wird später mal ein Update speziell dafür geben? Ich hau schon gegen den Tisch bei der Frage. Würde mich mal interessieren. Auch gutes Thema, guter Punkt. Ich weiß, hier gehen die Meinungen auch wieder stark auseinander. Viele sind der Meinung, okay, Gott sei Dank kommt dieses Feature nicht dazu. Und andere sagen, boah, das hätte ich gerne gesehen. Ich höre zu der letzteren Gruppe. Weil ganz ehrlich, ich hätte das Thema oder das Feature einfach mal gerne getestet und mir einfach mal angeguckt, was sie da so geplant haben und dann hätte ich entschieden, gut oder schlecht. Das war sehr, sehr spannend, finde ich. Und jetzt erfahren wir es einfach erstmal gar nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir das irgendwann in den nächsten 2 bis 3 Updates vielleicht noch interagiert bekommen, weil ganz ehrlich, sie haben sich schon daran gesetzt. Das dürfte jetzt eigentlich gar nicht mal so lange dauern, bis sie es dann doch reinhauen, weil sie haben ja schon den Grundstein gelegt, gehe ich jetzt mal davon aus, einfach mal, weil sie es ja eigentlich ins 1.17 Update mit einbauen wollten. So, die nächste Frage ist natürlich hier, ja, ob es da speziell ein Update für geben wird, denke ich jetzt mal nicht. Es sei denn, es kommen noch mehr Features dazu, die das Thema Archäologie natürlich unterstreichen, wie auch immer. Kann ich mir jetzt zum aktuellen Zeitpunkt nicht vorstellen. Ich denke eher, dass das einfach so ein Teil von irgendeinem Update sein wird. Aber da müssen wir einfach mal abwarten. Ich fände es mega, wenn es zeitnah irgendwann kommt. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Leider. Die nächste Frage kommt von NonXX. Ich weiß nicht, wie man diese Namen mit Zahlen und was weiß ich, was immer aussprechen soll. Sorry. Hashtag Update. Denkst du, dass der Illusioner in der 1.17 als richtiges Feature eingeführt wird, weil der Isologer nicht gewotet wurde? Liebe Grüße. Liebe Grüße erstmal zurück an dich, mein Lieber oder meine Liebe. Und ganz, ganz großes Thema. Illusioner. Schon seit der 1.12 dabei, glaube ich. Und ein wirklich sehr, sehr interessantes Minecraft-Mob mit sehr, sehr viel Potenzial, meiner Meinung nach. Und ich kann bis heute nicht so ganz verstehen, vielleicht bin ich da auch nicht auf dem neuesten Stand, warum dieses Feature, dieses Mob nicht wirklich im Spiel drin ist. Für die Leute, die es nicht wissen, mit der 1.12 dazugekommen, man kann ihn nur beschwören mit einem Befehl, noch nicht mal mit einem Spawn-Ei. Und er hat halt die besondere Fähigkeit, er ist natürlich auch ein Pillager, den Spieler erst einmal oder allgemein andere Mobs wie Dorfbewohner etc. den Blindheitseffekt für 20 Sekunden zu verpassen. Und sobald du blind bist, haut er sich da mit dem Bogen kaputt. Also er packt dann den Bogen aus und spammt dich dann halt komplett zu. Was da auch noch interessant ist, er kann sich auch nochmal duplizieren. Das heißt, er schafft sozusagen Kopien von sich selber, die dich dann umkreisen und alle miteinander angreifen. Logischerweise bekommst du nur Damage von demjenigen, der echt ist. Aber alle anderen haben so diese Bogenschieß-Animationen, sodass du total verwirrt bist und teilweise dann auch noch den Blindheitseffekt hast. Also, wie gesagt, Mob mit sehr, sehr viel Potenzial. Hätte ich mich sehr darüber gefreut, wenn er dann auch irgendwie ja im Waldanwesen einfach gespawnt wäre. Ich weiß nicht, wo das Problem da momentan liegt, den einzuführen. Ich kann mich jetzt nicht festlegen. Ich möchte jetzt nicht sagen, er kommt safe mit 1.17 dazu oder mit 1.18 Update. Müssen wir abwarten. Aber ich glaube nicht, dass das der Grundstein dafür ist. Okay, der Isologer kommt dazu, kommt nicht dazu, dann hauen wir den Illusioner rein. Ich glaube nicht, dass Mojang so denkt. Ich glaube, es würde es allgemein ein bisschen überfordern für sie. Sondern eher so, okay, der Illusioner, der ist noch im Repertoire. Genauso wie der, wie heißt der Block jetzt nochmal? Der Bognertisch, der hat ja auch noch absolut keinen Use. Da fehlt auch noch so viel. Da müssen wir uns einfach, denke ich mal, auf jeden Fall eine ganze Zeit gedulden. Aber er würde allgemein sehr, sehr gut ins Spiel passen, weil ich ihn höchst interessant finde. Nicht nur vom optischen her, sondern auch, wie gesagt, von seinen Fähigkeiten. Das gibt es ja bisher, glaube ich, noch nicht so ganz genau wie da. Also, sehr spannendes Thema. Ihr könnt ja mal Vorschläge in die Comments schreiben, wann denkt ihr, kommt der Illusioner offiziell dazu, sodass er auch naturell gespawnt wird bei den Raids oder im Waldanwesen. I don't know, vielleicht habt ihr da Ideen. Gerne damit in die Kommentare. Ja, die letzte heutige Frage oder der letzte Beitrag kommt von Wiesel Wuselwatz. Oh Mann, okay. Hashtag Update. Glaubst du, es kommt irgendwann mal ein Animal Update? Ich fände nice, da es ja noch so viele Tiere gibt, die noch nicht hinzugefügt wurden. Zum Beispiel Maulwurf, Vögel, Adler, Igel, Waldbären und so weiter. Ich fände es mega nice, wenn dann so ein Update
Update käme, wo es sich nur um die Tiere drehen würde. Es könnten auch neue Features für schon existierende Tiere hinzugefügt werden. Für die Caps da gut an der Stelle. Fände ich einfach tierisch nice. Nices Wortspiel. Hab gerade das Hashtag-Update vergessen. Kein Thema. Zweiter Edit zum Beispiel fände ich es noch nice, wenn es endlich mehr Hunderarten geben würde. Das wäre doch nicht schwer, weil sie es ja auch schon bei den Katzen gemacht haben. Kam ja auch schon in der Ask Mojang-Folge vor. Ganz genau. An dieser Stelle oben rechts in der Infokarte verlinke ich euch mal das Video, wo wir uns die Ask Mojang, diese besagte Ask Mojang-Ausgabe angeguckt haben, wo sie sich wirklich gefragt haben, also die Community hat gefragt, hey, warum gibt es nicht mehr Hunde? Es gibt ja auch mehr Katzen, wo sie dann geantwortet haben, was soll man denn für Hunde einführen? Das macht doch gar keinen Sinn. Wo man auch schon wieder komplett kurz vorm Rage-Modus steht. Erstmal, danke für deinen Beitrag. Ganz, ganz interessantes Thema. Ich merke schon, ihr seid auf jeden Fall aus auf ein Natur-Update, Essens-Update und auch auf ein Animal-Update. Das sind so, glaube ich, die ja meist gewünschten Updates so in der Community, wenn ich das jetzt mal so richtig auffassen darf. Und ganz ehrlich, es wird mit 100%iger Sicherheit sowas in die Richtung noch kommen. Kann ich euch jetzt schon safe sagen. Da werden noch viel, viel mehr Tiere dazukommen. Das wissen wir ja auch. Und das große Thema ist natürlich wie immer nur, ja, wann, logischerweise. Und auch mit den Hunderarten. Da wird safe noch was dazukommen. Also das ist, wie gesagt, da muss was dazukommen, weil das ist einfach nur hundefeindlich, wenn man da jetzt keine weiteren Hunde einführt, aber es gibt zig verschiedene Katzen. Also das ist schon ein bisschen unfair, muss ich sagen. Da würde ich mich sehr darauf freuen, weil du hast ja den Hund, du samst den Hund und kannst dann die Halsbandfarbe ändern und der sieht trotzdem aus wie ein Wolf. Also wo ist da der Sinn? Das kann doch nicht so schwer sein. Oh Mann. Aber ich, wie gesagt, 100%ige Sicherheit. Wir werden ein Tier-Update irgendwann in Zukunft noch bekommen oder mehr Tiere in den einzelnen Updates bekommen, das ganz sicher. Ich würde ein Animal-Update, wo es sich wirklich nur um Natur und Tiere handelt, würde ich absolut feiern, bin ich ganz deiner Meinung. Und vielen Dank für deinen Beitrag, Wiesel, Wusel, Watz. Und das soll es dann auch schon wieder für heute gewesen sein. Mal wieder sehr, sehr spannende Fragen mit da am Start gewesen. Ihr könnt ja, wie gesagt, gerne, falls ihr noch Fragen haben solltet, mit dem Hashtag-Update alle unten in die Kommentare schreiben. Aber goldene Regel Nummer 1, bitte vorher in die Kommentare gucken und die Fragen, die ihr interessant findet, auf jeden Fall mit einem Daumen nach oben bewerten, damit sie öfter geliked wurden. Und ich weiß, okay, die Frage hat sehr, sehr viel Interesse geweckt. Die nehme ich auf jeden Fall mit rein. Würde mich sehr freuen. Ansonsten danke fürs Zuschauen, liken und abonnieren. Nicht vergessen, beides kostenlos und hilft den Kanal sehr weiter. Vielen, vielen Dank und ansonsten noch einen angenehmen Sonntag. Bis später in den Livestream und ciao!